Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir haben immer noch das Problem, die Clubs auf Stufe 5 zu bekommen und ich habe mir etwas überlegt. Und zwar sind ja diese Stände hier, zum Beispiel hier in der Naturclub, wo wir nur 6 Mitglieder haben und gerade mal Prestige 1, müssen wir irgendwie auf jeden Fall nach oben bekommen. Und das ist ja auch alles hier so ein bisschen abgelegen. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht diese Stände auch nochmal einfach in die Gebäude setzen. Zumindest diese Anmeldestände. Vielleicht haben wir ja dann Chancen, dass sich noch mehr Leute in die Clubs eintragen und dementsprechend das Prestige nach oben geht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber zumindest können wir es einmal probieren. So, Powernapping Club, der war gut. Ich glaube, den Speedwalking Club, den können wir auch nochmal nach oben bringen. Der hat ja auch nicht so viele Mitglieder. Das heißt, auch den werden wir uns hier nochmal nehmen und ein paar von diesen Dingern hier hinstellen. In der Hoffnung, dass sich Leute hier noch eintragen. So, wir müssen es gleich mal beobachten, ob das Ganze funktioniert. Mach mal eben auf schnellen Vorlauf. Und dann gucken wir mal. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das klappt, aber ich weiß sonst nicht mehr, was wir sonst noch machen können, damit wir hier diese Clubs nach oben bekommen. Aber scheint hier auch nicht. Hier trägt sich keiner ein. Okay, ich glaube, der Plan hat nicht so funktioniert, wie ich das haben wollte, oder? Doch, jetzt hier. Ah, okay. Und ich glaube, wir brauchen ja auch immer Assistenten. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein paar Assistenten einstellen. Einfach nur, damit wir mehr Personal haben und die Clubstände auch immer besetzt sind, weil ich habe keine Lust, dass hier Leute sich nicht eintragen, nur weil sie vielleicht nicht besetzt sind. So. Assistenten. Dann nehmen wir dich nochmal. So, bitteschön. Sollen sich halt ihre Arbeit selbst suchen. Und komm, wir haben über 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung. Das heißt, wir können uns das locker leisten. So, und ich hatte auch eben die Meldung, dass wir nochmal ein paar mehr Hausmeister brauchen. Das heißt, auch da müssen wir nochmal gucken. Bewegungstempo ist natürlich auch nice. Wie sieht es denn allgemein mit der Attraktivität aus? Ist hier denn irgendwas dreckig? Nö, es sieht eigentlich alles sehr gut aus, ne? Also hier ist null Schmutz. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich nur ein paar Leutchen, die noch instand halten können. Okay, 81% hatten wir beim letzten Mal auch. Ah, guck mal, die Clubs, die gehen doch jetzt langsam nach oben. Jetzt haben wir auch endlich mal Club Royal. Alright. So. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es nicht dreckig, aber ich werde trotzdem mal noch ein paar Hausmeister einstellen. Lieber zu viel als zu wenig. Hausmeister, wen haben wir denn noch? Guck mal hier. Nehmen wir dich. Bräuchte, glaube ich, mehr mit Instandhaltung, ne? So, dann nehmen wir, komm, wir nehmen die Anna auch noch. Komm. Wo ist er? Hier. Hazel Vibes. Hervorragende Körperhygiene. Toilettendurchschnitt sinkt langsamer. Das hört sich doch gut an. So. Such dir Arbeit. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Dozenten. Wir brauchen 30 Punkte. Das heißt, einmal Allgemeinwissen. Zack. So, dann brauchen wir nochmal ein... Ich brauchte doch eben noch einen Dozenten. Wieso brauche ich jetzt nur einen Vorlesungssaal? I don't understand, aber mir auch egal. Wir haben ja zum Glück noch den Platz, um hier noch einen Vorlesungssaal zu machen. Wir könnten natürlich auch mal einen bauen, der noch ein bisschen größer ist. Wo wir richtig schön großes Prestige machen können. Weil Platz haben wir... Dann machen wir den mal... nee, das gefällt mir nicht. Warte mal. Ich werde noch mal eben... den ein bisschen versetzen. So. Ja, so ist besser. Dann können wir nämlich hier ein bisschen größer bauen. So. Jetzt, wie machen wir das? Das machen wir... So, und so. Okay. So, dann müssen wir natürlich wieder Klimaanlage ein bisschen versetzen.
Aber hier werden wir auch mindestens zwei brauchen. So, das heißt hier einmal eine und dann machen wir noch... Kriege ich die hier hin? Nee, ne? Geht das? Oh, das scheint zu gehen, ne? Ist da ein bisschen kühl auf den Plätzen, aber was soll's. Was soll's. Kann ja auch erfrischend sein. So. Einmal. Genau, das brauchen wir einmal. Weil ich mich gerade frage, kann der eigentlich auch eher was projizieren auf die Leinwand, wenn ich jetzt hier eine Leinwand hinmache, ob er denn entsprechend da auf was rauf projiziert, das müssen wir uns gleich mal angucken. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So, dann kriegt er natürlich noch ein paar Boxen. Kann ich noch irgendwas freischalten? Nee. Außer eine Pflanze können wir gar nichts mehr machen. Die benötigt Instandhaltung, das will ich natürlich nicht. Ja, ansonsten können wir wieder eigentlich nur Sachen an die Wände bringen. Was ein bisschen schade ist. Auch hier könnte es noch ein bisschen mehr Ausstattung geben. Ich bin ein großer Fan der Yeti-Cuisine. Ja, unsere nördlichen Nachbarn kennen sich wirklich. Okay, dann machen wir halt von Eintöpfen und Eingemachten das so und gucken wir mal, wie hoch wir das hier getrieben bekommen. Also, so. Traditionelle Füllungen sind Level 8. Ja, ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, leider habe ich hier zu wenig Sachen, die ich platzieren kann. Und ich will jetzt nicht schon wieder alles einfach nur mit Postern zukleistern. Na gut, so, dann muss Stufe 8 reichen. Dann machen wir natürlich gleich auf jeden Fall ein Upgrade. Und ich würde auch nochmal gucken, ob wir nochmal einen richtig guten Dozenten hier finden. Nee. Wir machen nochmal hier ein Allgemeinwissen. Alright. So, und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt hier mit den Clubs mal ein bisschen vorankommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen wird. Aber wie gesagt, wir müssen das alles probieren. Wir können natürlich auch nochmal andere Clubstände hierhin platzieren. Powernapping, Bookclub. Die laufen zwar eigentlich gut, aber was soll's. Es kann ja immer nur lieber zu viel sein als zu wenig. So, Kollision. Dann machen wir... hier ist doch noch Platz, ne? So. Wie gesagt, ich muss alles tun, damit wir irgendwie die Clubs nach oben bekommen. Und ansonsten wüsste ich nicht, was wir sonst noch machen können mit den Clubs, außer das. Eieieiei. So. Partys sind auf jeden Fall geplant, Events, Filme und so weiter. Das sollte auf jeden Fall kein Thema mehr sein. Studentenzufriedenheit ist auch okay. Wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall schaffen, denke ich mal. 3 Mitarbeiter ausbilden werden wir auch schaffen. Apropos, können wir eigentlich nochmal gucken, wie es denn hier mittlerweile aussieht. Es sind schon wieder fast alle durch, ne? Das heißt, auch hier werden wir nochmal... Ah, komm, du kannst noch mal Nachhilfe. Nachhilfe ist auf jeden Fall auch wichtig und Forschung ist auch wichtig. Die Forschung müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch mal gucken, wie es da aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir beim letzten Mal neue Forschungsgeschichten in Auftrag gegeben haben. So. Du und... Dich mir hier auch noch mal in Forschung. So, Bibliothek ist auch immer wichtig. Genau wie Erste Hilfe. Es könnte auch sein, dass wir gleich nochmal ein zweites Erste Hilfe-Zimmer bauen müssen. Da haben wir nämlich bisher auch nur eins. Was allmählich ein bisschen klein werden könnte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Schlafsäle noch reichen. Ja, es könnte sein, dass wir gleich hier nochmal ein bisschen was bauen müssen. So, aber erstmal, oh, guck mal hier, Alter. So, ich mach mal am besten gleich ein bisschen mehr, damit wir hier erstmal ein bisschen Ruhe haben.
Komm, wir machen mal Komödiantisches. Why not? Kann ja auch nur helfen. So. Und ich glaube auch, wir haben genug Personal, selbst wenn die Leute in Weiterbildung sind, dass wir immer noch genug Ersatz haben für die ganzen Zimmer und so weiter. Mechanik. Du machst auch Mechanik. So, und ich glaube aber, aufgelevelt haben wir alles, ne? Ich glaube, aufgelevelt haben wir alles. Deswegen mache ich lieber nochmal ein bisschen Instandhaltung. Das. So, und ich glaube, das sollte dann auch allmählich reichen. Ich mache nochmal ihn hier, dann mache ich nochmal ihn hier. Und ihn. Und dann ist auch gut. Das sollte auf jeden Fall erstmal eine ganze Zeit reichen. Okay, so. Forschung wollte ich gucken. Bibliothek braucht einen Assistenten. Warum? Warum? Warte mal. Wo ist Bibliothek? Hier ist Bibliothek. Guck mal eben. Assistenten. Stufe 2, Stufe 3. Hier, Stufe 5. Der verkauft irgendwelche Lebensmittel. Das ist natürlich nicht gut. Den müssen wir einmal rüberziehen. Und in die Bibliothek. So. Bitteschön. Er war völlig viel am Platz, ne? Alright. So, wie gesagt, ich wollte eigentlich Forschung gucken. Forschung. Neues Projekt. Warte mal, war der abgegradet? Ja, er war abgegradet. Ja, ich weiß immer gar nicht, was die genau hier alles bringen, aber... Ja, komm, wir nehmen einfach mal. Wir nehmen einmal Allgemeinwissen. Und hier machen wir dann nochmal irgendwas für Archäologie. Treulose Tomaten, komm, was soll's. So, ich hoffe, hier kommt gleich ein... Ne, wobei, hier ist doch einer. Aber das ist wahrscheinlich der Falsche, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob hier jemand kommt. Ich hoffe es, weil... Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier nochmal jemanden einstellen will. Beach Palooza, ja, müssen wir auch gleich nochmal... Alter, diese Meldung hier, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch mal erstmal hier gucken. Holy shit. So, ich guck mal eben, wen habe ich denn hier in Archäologie, der gut ist? Hier Stufe 6. Beziehungsweise, nee, warte mal. Wir nehmen hier Forschung. Wir nehmen hier Forschung und packen dich hier rein. Okay, er macht sich an die Arbeit. Sehr schön. Sehr schön. So, Bilanz sieht immer noch hervorragend aus und ihr wolltet einen Computerraum. Ah, auf Prestige 9. Da müssen wir mal gucken. Okay, haben wir schon auf 8. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Können natürlich ja noch mal ein paar schöne, teure Sachen hinbauen. Wie zum Beispiel ein Server, den wir nämlich noch gar nicht haben. Was haben wir denn noch hier an Geräten? Drucker habe ich schon. Kurvenschreiber habe ich schon. Oszillator habe ich schon. Die Sachen habe ich eigentlich auch schon alle. So, dann kommen da noch ein paar Schränkchen. Und ist sogar schon auf Stufe 10. Alles klar. Alright. So, Clubs geht echt gar nichts. Clubs gehen einfach nicht nach oben. Ich weiß nicht warum. Hier wird sich eingetragen. Hier wird sich echt eingetragen. Können wir mal eben gucken in der Übersicht, wie viele jetzt in den Club sind. Ah, es sind immer noch 35 ohne Club. Und der Naturclub ist echt mit Abstand am wenigsten, was mich wundert. Weil ich habe ja gedacht, das liegt vielleicht daran, dass das zu weit weg vom Schuss ist. Aber jetzt haben wir ja noch
Naturclub stand in den Gängen gemacht. Eigentlich hätte das jetzt ausreichen sollen. Oh shit, und hier sind so, wieso sind hier so wenig? Wo sind denn meine ganzen Assistenten? Wo sind, oh Gott. Okay, dann stellen wir halt nochmal ein paar ein. Komm. Wen nehmen wir denn noch? Nehmen wir noch ihn hier. Die machen alle zu viel Pause. Die machen alle viel zu viel Pause. So, verkaufen wir ein paar Getränke. Und dann haben wir noch, komm. So. Okay, jetzt sind wieder alle besetzt. Und hier wird immer noch nicht geforscht. Wo sind die ganzen Leute? Wo ist mein Personal? Okay, da kommt jetzt jemand. Hier bräuchte ich nochmal jemanden mit Allgemeinwissen. Stufe 6. Wobei der unterrichtet hier, das ist natürlich auch wichtig. So, dann nehmen wir doch mal dich. Und wo war jetzt Forschung da? Ach, jetzt wird geforscht. Ja, dann geh wieder dahin, wo du, ich weiß nicht, wo du hin wolltest. Okay, jetzt wird hier, hä? Hä? Eben hat er mir noch angezeigt, dass hier geforscht wird und jetzt plötzlich nicht. What the fuck? So, dann brauchen wir, also wie gesagt, dann machen wir mal. Komm, wir nehmen dich. Wir nehmen dich und packen dich hier rein. Okay, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Ei. So. Also das Einzige, was hier wirklich läuft, sind die Finanzen. Die sehen wirklich sehr gut aus. Hier ist noch eine Bank. Hier ist noch eine alte Kiste. Okay, Forschungsprojekt abgeschlossen. Das ist sehr schön. Du kannst gleich hier bleiben. Du kannst nämlich gleich ein neues machen. So, bitteschön. Jo, sie startet. Sehr schön. Okay, wir haben wieder Sachen ausgegraben. Ich muss mal eben gucken. Hier ganz viel. Ja, aber Diamant. Den kann man nochmal mitnehmen. Und packen den. Schade, dass ich den nicht hier... Wir machen das mal hier am Speedwalking. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass sich hier dadurch das Ganze erhöht und mal ein bisschen das Ganze nach oben geht. Aber ist ja auch erst Prestige 3, ne? So, was haben wir noch hier? Altes Spielzeug. Alte Kiste. Nur Schrott. Nur Schrott. Hier ist auch noch. Weg damit. Weg damit. Diamant haben wir schon. Komm, 41.000. Katsching. Und alter Käfer. Und zwar was? Ja, ja, hier haben wir noch. Okay, hier hatten wir noch. Warum geht das hier nicht hoch mit den Clubs? Es macht mich fertig. Es macht mich so fertig. Guck mal hier. 90% Studentenzufriedenheit. Genauso wie Unterhaltung. Also es läuft eigentlich super. Hervorragend. Nur diese verkackten Clubs. Die wollen einfach nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Guck mal, hier zum Beispiel der Powernapping Club. Der hat Stufe 5. Das ist bisher, glaube ich, der einzige, ne? Stufe 3. Und wir haben alles platziert. Wir haben alles platziert. Ich kann das auch sonst irgendwie nicht verbessern. Was ich gerade überlege, wenn wir nächstes Studienjahr nochmal einen neuen Studiengang mit aufnehmen, also ein neues Gebiet, dann müssten wir ja eigentlich mehr Studenten noch hinbekommen, ne? Und das bedeutet,
potenziell mehr Leute, die sich in die Clubs einschreiben. Oder? Oder ist das so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde mal... Das Jahr dauert nicht mehr lang, das ist gleich vorbei. Und ich würde es auf jeden Fall einmal riskieren. Wir haben ja hier noch Platz, das heißt, wir könnten hier noch ein Gebäude hinbauen. Und zur Not können wir... Beziehungsweise hier ist ja auch noch Platz, ne? Also wir haben hier noch reichlich Platz. Und ansonsten können wir ja auch noch mehr Grundstücke kaufen. So, ich verkaufe jetzt hier einfach alles. So, das ist noch nicht ausgegraben. Alright. So, ist hier Forschung schon zu Ende? Okay, ist tatsächlich Forschung schon zu Ende. Dann machen wir noch mal was für Allgemeinwissen. So, komm. Ist hier schon jemand? Okay, jetzt zeigt mir zwar an, dass hier geforscht wird, aber ich sehe gar keinen Dozenten. Wahrscheinlich ist jemand auf dem Weg, oder? Nee, jetzt doch nicht. Okay, aber ich denke mal, da wird jemand gleich kommen. So, das können wir nochmal platzieren irgendwo. Nee, hier will ich ja wahrscheinlich gleich bauen. Dann machen wir das mal hier hin. Euch nehme ich auch mit. Ist das richtig rum? So. Er freut sich. So, Studiengang ist gleich zu Ende. Das heißt, wir können eigentlich gleich mal gucken. Captain Yesterday. Oh, dich nehme ich auch mal mit. Und du kommst. Ich finde es schade, dass ich das nicht in die Zimmer platzieren kann. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Attraktivität. So, ja, ist gleich rum. Genau. Wir schauen mal wieder. Ja, 82%. Ja. Oh, guck mal, wir haben jetzt aber mittlerweile mal 4 Auszeichnungen. Unter anderem auch Club Royal. Also, die Clubs, die gehen langsam, aber es dauert echt ewig, ne? Es dauert echt ewig. So, jetzt ist die Frage, wir haben 20 Punkte, oh Gott. Können wir da überhaupt was nehmen? Wir können gegen Kulturwissenschaft. Dunkle Kunst. Finanzjonglase, Narren. Ich glaube, ich nehme mal gegen Kulturwissenschaft. Why not? So, mehr Punkte haben wir nicht. Jetzt ist die Frage... Oh Gott, ich habe es befürchtet, dass wir jetzt nochmal eine Grabungsstätte bauen müssen. Ich habe es echt befürchtet. Aber wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Platz. Das heißt, dann würde ich... Passt das hier vom Platz? Okay, das passt. Okay, das. Noch eine? Ah, nee, warte, nee, ich muss ja erstmal so machen, genau. Okay, Sportzentrum, ein Vorlesungssaal, ein Dozenten, 3 Dozenten. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ein Gebäude. Alright. Ich glaube, das sollte reichen. Wobei ich gerade sehe, hier haben wir auch noch Platz, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Hier haben wir auch noch Platz. Oh, okay. Aber egal. So, das heißt Sportzentrum. Und Sportzentrum muss sowieso groß sein. Sportzentrum muss richtig groß sein. Weil da kann jede Menge Stuff rein. So, das heißt, ich würde das einmal so. Du kommst einmal weg, du kommst einmal weg. So, dann brauche ich auf jeden Fall einmal
Basketballkorb? Ist natürlich ein bisschen schmal hier, das Ganze, aber bevor ich jetzt in einem neuen Gebäude das baue und wir wieder da alles machen müssen von wegen Temperaturen und so weiter, machen wir das einmal hier. So, noch ein paar Hanteln. Dann machen wir... Oh shit, nee, das ist auf jeden Fall zu groß. Ich wollte, aber hier gab es doch noch so einen Bock, ne? Genau, den hier. Alright. Ganz richtig. Ich habe Powernapping ausprobiert. Das Phänomen. So, Klima brauchen wir natürlich auch. Ihr wisst nicht, was ich meine? Powernapping oder Rennratzen ist eine Technik, durch die ihr überall ich könnte sein, dass es hier gleich ein bisschen zu kalt ist, aber. Wie gesagt, das müssen wir gleich gucken. So, hier einmal und hier und hier. Dann noch ein bisschen was an die Wände. Oh, so. Okay, was haben wir jetzt? Oh, guck mal, wir sind schon bei 10. Das ist doch eigentlich sehr gut. Habe ich hier noch irgendwas? Oh, guck mal hier. Hanteln, die nehmen wir gerne mit. So, und eine Sprossenwand. Ich hoffe, die kriege ich irgendwo hin. Ja, hier. Okay, ja, komm. Stufe 11. Easy going. So, wie sieht's aus mit den Temperaturen? Okay, ja. Ich das so mache. Und dann mache ich da nämlich nochmal eine hin. Ja, ich glaube, so ist besser, ne? So ist definitiv besser. So. Alright. Okay, so sollte das doch passen. So, Vorlesungssaal. Kriege ich den hier noch hin? Würde ich natürlich am liebsten, bevor ich jetzt hier nochmal ein neues Gebäude anfange. Aber ich glaube, das wird sehr eng, ne? Gucken mal. 1, 2, 3, 4. Also theoretisch geht's natürlich, aber dann wird es natürlich sehr eng hier. Gefällt mir das? Nein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, dann machen wir doch hier im neuen Gebäude, was soll's. Wir haben es ja gekauft. Dann sollten wir es auch nutzen. So. Alright, so dann. Ach so, ich wollte doch eigentlich einmal gucken, ob der Projektor auch hier was drauf projiziert. Habe ich ganz vergessen beim letzten Mal. So, Boxen. Das haben wir. Das haben wir. Dann gibt es noch ein bisschen was Grünes. Ein bisschen was an die Wände. Weiter geht's mit der Story über eine Kunsthochschule, wo weit und breit keine Farbe zu sehen ist. Hugh? Okay. So, und Klimaanlage brauchen wir natürlich auch noch, ne? Da brauchen wir wahrscheinlich auch zwei. Ah, verdammt, warte mal. Ich muss das Bild noch mal ein bisschen versetzen. Dann sollte das jetzt aber passen, ne? Ja, machen wir eine und zwei. So, dann brauchen wir noch in den Gängen ein bisschen Klimaanlage.
Doch einmal mehr zerstört der Mangel an Geldmitteln die Hoffnungen und Träume unserer zukünftigen Künstler. Okay, ja, ich glaube, das reicht erstmal, ne? Ich glaube, das reicht erstmal. So, und natürlich werden wir das gleich upgraden. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. So, dann machen wir einen Archäologie-Dozenten. Oh, hier, Stufe 3. Bitte komm her, und wir brauchen zwei Gegenkultur-Dozenten. Die natürlich alle nur Stufe 1 sind, ne? Ja. Okay, was soll's. Die müssen wir dann halt auch zeitnah weiterbilden, damit wir hier das Ganze ein bisschen nach oben bekommen. So. Eieieiei. So, ich hoffe wirklich, dass wir das irgendwann nochmal mit den Clubs hinbekommen, weil sonst drehe ich allmählich hier am Rad. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, damit wir die Clubs nach oben bekommen. Und guck mal, es wird ja angenommen. Also sie wird ja, hier wird ja trainiert. Gib Gas! Gib Gas! Okay. Aber es reicht irgendwie nicht. Es reicht irgendwie nicht für diese verdammten Clubs. Na gut, ich bin gespannt, ob wir nächste Folge mal ein bisschen hier zumindest einen zweiten Club. Das würde mich ja schon mal freuen, aber... Drückt die Daumen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und vergesst den Daumen nicht, ne? Macht's gut. Tschüss.